Das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen UNHCR beziffert die weltweite Flüchtlingszahl auf fast 60 Millionen. 86 Prozent der Schutzsuchenden werden von Entwicklungsländern aufgenommen, nur 14 Prozent von Industrieländern. Hauptfluchtgrund der letzten Jahre sind Kriege in Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Somalia und im Sudan. Sofern sie noch die Kraft dazu haben, fliehen Menschen auch vor Hunger oder Klimakatastrophen. Schließlich suchen Menschen auch vor Rassismus, religiöser Verfolgung oder sexueller Unterdrückung Schutz. Ein trauriger Höhepunkt des Leids. 2013 waren laut UNHCR-Statistik zum ersten Mal mehr als 50 Prozent aller weltweiten Flüchtlinge Kinder. In alle fluchtauslösende Kriege der jüngsten Vergangenheit ist der Westen maßgeblich involviert, entweder direkt oder als wichtiger Waffenlieferant. Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Exportschlager Nummer eins sind Handfeuerwaffen. In kriegerischen Auseinandersetzungen fordern sie mit Abstand die meisten Todesopfer. Ein großer Abnehmer deutscher Waffen sind unter anderem die Diktaturen Saudi-Arabien und Katar, die ihrerseits die Terrorgruppe Islamischer Staat unterstützen, deren Terror wiederum Ursache des größten Flüchtlingsdramas der letzten Jahre ist. So schließt sich der Kreis. Andere fliehen aus ihrem Land, weil ihnen die Existenzgrundlage genommen wurde. Riesige Trawler fischen die Meere vor Afrika leer, auch vor Somalia, wo Kriegsschiffe vor Piraten schützen, aber noch kein westliches Schiff am illegalen Fischfang gehindert wurde. Ein weiteres Beispiel Landgrabbing. Westliche Anleger investieren in afrikanischen Grund und vertreiben die einheimische Bevölkerung. Allein in Deutschland existieren über 30 Agrar- und Landfonds, einer der größten, DWS Investment der Deutschen Bank. Experten schätzen, dass zehnmal mehr Geld aus Entwicklungsländern abfließt, als über Entwicklungshilfe wieder zurückkommt. Schließlich kommen noch die durch den Kolonialismus verursachten Probleme hinzu. Die Flüchtlingsbewegung The Voice brachte es vor einigen Jahren auf den Punkt. Wir sind hier, weil ihr dort seid. Wir sind hier, weil ihr unser Land zerstört.